Heute bin ich hier beim Pop-Up-Hochzeitsfestival in Berlin-Neukölln. Und ich segne Liebende, für die eine klassische kirchliche Hochzeit nicht passt. Die Paare kommen her, suchen sich ihren Lieblingsort aus, entweder in der Kirche oder hier auf der Wiese. Dann lernen wir uns kurz kennen und dann kann es auch schon losgehen. Wir feiern Segenshochzeiten. Und die sind ganz besonders beliebt bei Paaren, die ganz für sich feiern wollen oder in kleinem Kreis. Und kommen können alle. Man muss dafür nicht standesamtlich verheiratet sein und auch nicht Kirchenmitglied. Gottes Segen ist für alle da, finden wir hier. Und auch Annette und Martin werden heute kommen und wir werden Segenshochzeit feiern. Warum habt ihr euch entschieden, hierher zu kommen? Wir sind nicht kirchlich, aber wir fanden das als gute Gelegenheit und auch schöne Gelegenheit für uns, doch noch ein bisschen mehr Glück für unsere Ehe zu bekommen, also den Segen. Und ja, wir haben in den letzten Jahren doch immer mehr uns mit dem Thema Kirche beschäftigt und haben dort auch in schwierigen Zeiten, auch wenn wir wie gesagt nicht gebunden sind, doch auch immer so einen kleinen Ankerplatz für uns gefunden dort. Ja, es hat auch doch sehr geholfen, obwohl wir jetzt eigentlich nicht Hilfe gesucht haben, aber wir sind halt in die Kirche gegangen und es hat uns was gegeben. Was bedeutet es, euch gesegnet zu sein? Also für uns bedeutet der Segen Glück und Miteinander, Verbundenheit. Und das wollen wir lange für uns und für unsere Ehe haben. Und deshalb sind wir einfach hier. So ein Festivaltag ist auch für mich als Pfarrerin ein toller Tag. Ich freue mich auf jede Geschichte, die Liebende mitbringen. Und beim Erzählen und beim Segnen spüre ich, Gott ist die Liebe.